Guten Tag. Also ich bin hier seit gestern in Los Angeles. Wie ihr vielleicht sehen könnt, so an den Palmen. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr das schon von Instagram. Da habe ich es ja angekündigt. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jeden Tag ein bisschen was für euch filme, damit ihr sozusagen dabei sein könnt und ein bisschen teilhaben könnt an meinem Kalifornien, Nevada, Arizona, Abenteuer, whatever. Und grob und ganz, also wir sind jetzt erstmal 3 Tage, glaube ich, in Los Angeles. Dann fahren wir nach Las Vegas und dann fahren wir in Richtung Grand Canyon, da Bryce Canyon und so weiter. Nur so als Überblick, dass ihr mal wisst, was wir so machen. Und ja, heute geht es bei mir zum Venice Beach und wahrscheinlich zum Santa Monica Pier. Mal schauen, ist noch nicht so ganz safe. Auf jeden Fall sind wir gestern hier angekommen nach 15 Stunden Flug plus Autofahrt plus Immigration Stand. Also wir mussten auf jeden Fall mega lange anstehen, haben es aber dann doch letztendlich doch hierher geschafft. Hier hinten, das ist unser Hotel, falls ihr sehen könnt. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch da jetzt noch ein bisschen mal mit. Ich versuche es zumindest. Und ich freue mich mega, dass wir gut angekommen sind. Ach, und by the way, mein Zeitgefühl ist so. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich bin heute Nacht. Das heißt, bei uns in Deutschland die Zeit ungefähr 7 Uhr morgens dann ins Bett gegangen. Und ja, dann bin ich halt nachts bei uns hier in Amerika um 3 Uhr aufgewacht und konnte dann halt irgendwie nicht mehr schlafen. Das ist sehr logisch, weil da war es bei uns dann irgendwie schon 2 Uhr oder so mittags. Aber ich glaube, hier gewöhnt man sich eigentlich ziemlich schnell an der an die Zeit, Dings angepasst, whatever. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und aber rückwärts wird es, glaube ich, dann extrem scheiße. Naja, egal. Hat hier noch ein paar Tage Zeit, ne? So, wir fahren jetzt zum Beach und ich freue mich. Leute, es gab eine kleine Planänderung und zwar sind wir jetzt in Santa Monica als erstes, gehen jetzt noch ein bisschen shoppen und dann geht's noch mal zum Pier und dann gehen wir an Venice Beach. Yay! So, ich erzähle euch kurz meine To-Do-Liste, was ich kaufen muss. Ich will mir Toms kaufen. Adidas Superstar gibt es hier anscheinend nicht mehr. Ist alles ausverkauft. Okay, Haare nerven. Und noch Oberteile. Das ist meine To-Do-Liste. Mehr will ich eigentlich nicht kaufen. Ja gut, mal gucken. So, jetzt ist Kim happy, Leute. Kim hat eingekauft. Also passt das. So, wir sind jetzt bei Venice Beach angekommen. Leute, wir versuchen noch gerade, wir haben gerade noch versucht, den Sonnenuntergang zu
versuchen zu erreichen, aber die Sonne ist jetzt schon weitestgehend untergegangen. Und ja, jetzt machen wir heute machen wir nicht mehr viel. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos und dann gehen wir noch was essen und dann ist der erste Tag eigentlich auch schon rum. Und ja, ich zeige euch jetzt hier noch mal ein bisschen was und dann war es das für heute auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis morgen auf jeden Fall. Und danke, dass ihr es euch angeschaut habt. Tschüss!